Um mit dem Panther von Level 11 auf Level 12 zu kommen, müssen wir 2x8 Gegner im vergessenen Heiligtum von Golem Island töten, ohne entdeckt zu werden. 2x8 Gegner in der Chemikalienpipeline von Golem Island töten, ohne entdeckt zu werden. Und 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln vollziehen, ohne entdeckt zu werden. Aufgaben 1 und 2 lassen sich wunderbar mit Herausforderung 3 kombinieren. Ihr rührt sich nichts. Oh, haben wir hier zufällig schon 4 oder sind es nur 3? Sind 4, wunderbar. Keinerlei das Problem Bewegung. Ist, wir laufen hier so negativ. Blöd rum. Scheiße. Jetzt, ich lauf los! Oder wir machen die dritte Herausforderung einfach so nebenbei. So, bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg zum vergessenen Heiligtum? Ah, fast. Ein bisschen nach rechts, links. Wunderbar. Aber 8 Gegner ohne entdeckt zu werden. Im vergessenen Heiligtum. Das so unübersichtlich ist. Oh Mann, und das auch noch 2x. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt so viele Gegner sind. Ich meine, 8 Gegner, ja, die sind bestimmt da, aber... Gegner? Das klingt mir etwas viel. Oh. Vier? Wo laufen da denn jetzt 4 rum? Seit wann laufen da überhaupt 4 rum? Oh, kommt ihr hier zu mir? Ne, kommt er nicht. Gut. Laufen die rum? So, wo ist der eine? Der eine übrig gebliebene, das waren 4, das da waren nur 3. Da. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. Warum sind da plötzlich so viele Gegner? Damit die Herausforderung klappt? Oder? Ich bin überfragt. So viele Gegner habe ich hier noch nie gesehen. Schauen wir hier nochmal mit der Drohne nach. Da läuft einer. Direkt da sitzt einer. Da steht einer, besser gesagt. Die Frage ist, wo läuft er hin? Ah, der läuft jetzt wieder zurück. Okay. Unten rum läuft er. Hui. Aber wie viel werden das gewesen sein? 7, oder? Nee. Wie viel habe ich denn getötet? Oh, Mr. Läuft, da rennt, da hat jemand eine Leiche entdeckt. Das ist nicht so gut. Wo laufen die hin? Okay, vielleicht hat er auch keine Leiche entdeckt. Da unten ist aber noch jemand gelaufen, oder? Schauen wir nochmal mit der Wärmebildkamera. Nö. Ah, Gebiet gesichert würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber... Ah, die Vignette immer schon so stark? Es kommt mir so extrem dunkel vor, wenn ich jetzt hier im Busch sitze. Der ist wieder weggegangen. Jetzt läuft er da hinten rum. Habe ich ihn gekriegt? Ich hoffe. Zumindest
ruft mal niemand. Ich hasse dieses vergessene Heiligtum. Das Teil ist so unübersichtlich. Auf der Brücke. Steht der Funker. Jetzt steht er da. Es waren doch locker 8 schon, oder? Vergessenes Heiligtum von Golem Island. Ist das Heiligtum? Ja, bin richtig. Oh shit, das Nachladen war unnötig. Also die 3 am Anfang. Dann die 3 hier sind 6. Okay, gut. Dann vielleicht doch noch 2. So, da unten steht einer und auf der Brücke. Und den hier noch. Das sind schon 7. Also dürfte es eigentlich nur noch einer sein. Ja, genau, war nur noch einer. So, und das waren jetzt wieder 2. 3. Keine Spur von Feinden. Alles sauber. Verstanden. Alle zurück auf ihre Position. Ich bin allerdings etwas überfragt, wo da jetzt noch 5 Gegner sein sollen. Oder muss ich wieder aus dem Gebiet raus, damit die wieder respawnen und dann wieder rein? Möglich ist alles. Ich habe in diesem Spiel schon vieles erlebt. Ich schau mal nochmal mit der Drohne. Okay, da unten ist noch einer. Wo bin ich? Da ist der Kuckuck. Und unten bei der Kiste, okay. Frage ist... Ah, da unten läuft einer, ich hab's gerade gesehen. So, das war Nummer 4. Fünf. Bereit? Ich lauf los. 6. Nein! Wurde entdeckt. Mist. Gut, dann müssen wir sowieso weg. Da war ich zu cocky. Da war ich zu, ja, übermütig. Brauche Deckung, ruft er noch im Hintergrund. Ich hätte auch einfach die Panther-Fähigkeit benutzen können, die Phantomtechnik. Aber wenn die Gegner respawnen, ist es sowieso einfacher. Als jetzt da die Gegner zu suchen und zu töten. So, wo ist denn das andere? Chemikalienpipeline, das da oben irgendwo, ne? Ja. Das ist dieses blöde Ding da hinten. Ah, das hasse ich ja auch. Bin leider noch im Kampf. Wenn ich nicht mehr im Kampf bin, machen wir eine Schnellreise. Oh, was ist das denn? Ich komme hier nicht raus. Ihr seht das, ne? Wie so ein Aal an Land. Sag mal. Was soll das? Warum schwimmt der hier? Ich komme nicht mehr weg.
komme hier auch nicht mehr raus. Ich kann. Ah, jetzt. Gott sei Dank. Was ist das hier? Gibt's da eine Kiste? Bestimmt. Gibt's doch bestimmt eine Kiste. Ein Haufen Knochen. Ist das eine Opferstätte? Zufälligerweise. Da oben ist die Kiste, okay. Ich muss schon sagen, ganz cool. Nee, nee. Wie soll ich denn da wieder rauskommen? Gar nicht, ist die Antwort. Ich wollte die Kiste haben. Wo bin ich denn hier überhaupt? Unter dem... Also, ah, da. Okay, gut. Och, Mann. Toll. Na gut, ich hoffe, ich kann mich wenigstens wegteleportieren. Ja. Na gut, immerhin das. Geht. Eieieiei. So. Habe ich noch Verletzungsresistenz? Nein. Dann erneuere ich das mal eben noch. So. Und dann auf zur Chemikalienpipeline. Ist die Kiste nochmal lootbar? Ja, die ist nochmal lootbar. Dann nehme ich die doch gerade nochmal mit. Und fahre dann direkt mit dem Auto Richtung Chemikalienpipeline. Wunderbar. Auf geht's. Vielleicht können wir uns in Richtung Chemikalienpipeline vorsterben, weil auf den Straßen hier ist immer relativ viel los. Und die Autos sind fast immer voll besetzt oder oft voll besetzt. Nun, was machen wir jetzt? Gehen wir gucken, was in den Wracks ist. Wahrscheinlich nur eine Skill-Credits-Kiste, so wie ich mein Glück kenne. Aber was soll auch sonst da sein? Waffen ja nicht. Schau, Chemikalien-Pipeline ist da hinten. Wir wurden nicht entdeckt, sehr gut. Ich höre Drohnen. Ich glaube, ich habe sie sogar gesehen. Eieiei, was ein Gezubbel. Ein Gehubbel und Gezubbel. Ein bisschen Schwefel mitnehmen. Und ich glaube, vom Sturmsoldaten kennen wir es noch. Nah genug ranfahren, damit die Kills zählen. Hoffentlich nicht entdeckt werden. Von dieser Seite bin ich da nämlich noch nie rangefahren. Immer nur von der anderen Seite mit einem dieser beiden Boote. Von hier bin ich noch nie gekommen. Na, steigt mal aus. Ich würde so gerne aus dem Wasser rausschießen können. Wie bei Battlefield, zumindest mit der Pistole. Hm.
nichts zu merken. Ja, hier ist auch einer. Oh, ich das hasse, wenn die Waffe ungenau ist. Oder habe ich wirklich diesmal ausnahmsweise daneben gezielt? Manchmal sind die Waffen, ich weiß nicht warum, aber manchmal treffen die Waffen nicht dorthin, wo man hinzielt. Es ist einfach so, das ist Fakt. Am öftesten passiert es mir das bei der Pistole. Aber ich hatte es auch schon bei MPs. Vor kurzem sogar erst. Es gibt hier halt so unglaublich wenig Deckung. Das war Nummer 4. Gab's ja nicht irgendwie so ein... Roger, verstanden. Da. War da nicht auch mal einer drin? Nee, nicht wirklich. Okay. Hier rührt sich nichts. Verstanden. In diesem Gebiet Kontakt negativ. Dann schauen wir mal über die Leiter. 4 Stück brauchen wir noch. Also zweimal eigentlich. Noch einmal. Eigentlich sogar noch 3x4. Alles transparent. Hier ist alles ruhig. Aber nicht. 2. Vorbei, vorbei, vorbei. 3. 4. Jawohl. Ich habe ein kleines Problem. Ich muss hier, glaube ich, runter. Entdeckt wurde ich, glaube ich, nicht. Aber die haben halt Leichen gesehen. Oh, da hinten ist noch eine Kiste, dann looten wir die in der Zeit. Ich glaube ja nicht, dass sie hier runter können. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht... Lassen wir uns einfach sterben und sind wir direkt wieder hier. Oder, nee, da sind wir da unten nochmal an Land, ne? Gibt's noch eine andere Leiter, um da hochzukommen? Das wäre ganz cool. Ich meine, die wissen nicht, wo ich bin. Die wissen aber, aus welcher Richtung die Schüsse kamen. Und es gibt nur diese eine Leiter scheinbar. Hm. Nun, ja, ich muss halt auch aufpassen mit diesem blöden Gitter auf dem Laufsteg. Wenn ich da jetzt hingehe, dann sehen die mich eventuell. Aber andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Okay, sind die wieder gechillt? Ich höre mal keinen mehr wild rumrufen, also sind sie bestimmt wieder gechillt. Hoffe ich zumindest. Das würde es um einiges einfacher machen, wenn sie nicht so aufmerksam sind. Ja, Geschützturm ist auch wieder eingefahren. Wie viel habe ich denn jetzt? 3? Ich weiß es gar nicht. Muss mal schauen, wo noch Gegner sind hier.
Okay, hier leuchtet alles rot. Also hier haben wir einen, der jetzt da hinten lang kommt. Oh, da steht ja auch einer. Shit, ich dachte, das wäre er. So. Okay. Ist da noch einer? Nur zur Sicherheit. Nee, da ist scheinbar nichts sonst. Da auf der anderen Seite sind drei. Vier. Oh wei. Ich deaktiviere mal das Teil hier. Und dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher. So, die Hoffnung. Kommt der Heavy? Oh, er dreht wieder um. So, und jetzt habe ich ein Problem. Hier komme ich mich nicht weg. Wobei, mit dem Fallschirm darunter. Bereit? Ich lauf los! Aufgepasst! Da kommen Feinde! Ich weiß nicht, ob das schon als entdeckt zählt. Ich meine, gesehen haben sie mich ja nicht. Die haben ja nur die Leiche entdeckt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das als negativ entdeckt für die Errungenschaft oder die Herausforderung zählt. Ausschwärmen und suchen. Die können sich nicht ewig verstecken. Mach die Bedrohung ausfindig. Bedrohungsstandort finden und angreifen. Bedrohung identifiziert. Auf das Zielobjekt. Ja, die haben überhaupt nichts identifiziert. Was labert der für einen Müll? So, schauen wir nochmal hier nach. Da ist keiner. Da auch nicht. Bedrohung in der Nähe. Identifiziere das Ziel. Das wäre dann jetzt 5 und 6 gewesen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hab den Counter verloren. Nice, da haben wir's. Da haben wir's. Sehr geil. Sehr geil. Will ich mir jetzt noch die Kiste da mitnehmen, die ich da eben gesehen habe? Ach, nur Waffenteile. Naja, besser als nix. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Kisten? Ich glaube, die haben wir schon alle mitgenommen. Ne, da ist noch was. Da ist noch was. Warum wird mir das hier nicht mehr angezeigt? Da ist noch eine. Man sieht es hier leicht durchschimmern. Da ist noch eine Kleiderkiste. Ich markiere mir die mal. Ich meine, wir müssen bestimmt auch für die anderen Errungenschaften, ich sag immer Errungenschaften, Herausforderungen von den anderen Klassen bestimmt auch nochmal hierher, aber man weiß ja nie. Das war's, ne? Soweit. Sind wir noch im Kampf? Ne, sind wir nicht. Also wir haben alle Gegner hier erledigt. Das heißt, wir müssen nur wieder runter zum vergessenen Heiligtum. Nächstes Biwak ist das oder das? Markier es mir mal, damit ich den Weg besser finde und komme dann mal von der anderen Seite ausnahmsweise. Normalerweise komme ich immer von dem Biwak unten, aber kommen wir jetzt halt mal von dem anderen Biwak.
So. Verletzungsresistenz ist noch am sein Bienen. Am Bienen sein tun. So. Komm. 800 Meter. Können wir nach Querfeld ein? Nee, nicht so wirklich. Welche Richtung müssten wir? Der Straße folgen und rechts abbiegen. So, und diese Straße müsste uns direkt zum vergessenen Heiligtum führen. Allerdings ist immer ein bisschen gefährlich auf Straßen. Wow. So, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite hier. Die Seite, auf der ich eben entdeckt wurde. Das hier durch das Licht und Schatten, jetzt noch mit dem Regen, das ist alles so unübersichtlich. Mann, und dieser Busch gibt mir noch nicht mal Deckung. Okay. Eins. Zwei. Moment mal. Ich soll die nur töten, ne? Warum benutze ich das Teil nicht? Warum benutze ich die Simultanschussdrohnen nicht? Habe ich vergessen, ob ich sie habe. Ist die Antwort. Drei. Vier. 5. Ich lade mal nach, nur zur Sicherheit. Da unten ist Nummer 6. Wo sind 7 und 8? Mir fehlt noch... Ah, da hinten ist einer. Der hat es tatsächlich überlebt gehabt. Das war Nummer 7. Einer würde uns noch fehlen. Da ist er! Yay! Nice! Und damit sind wir auf Level 12. Oh, und ich habe die... Ich habe die Dingens vergessen anzumachen. Die Benachrichtigungen. Nein, kein Banner. Aber wir sind auf Level 12. Ja. Sehr nice. Hat ja alles in allem doch noch ganz gut geklappt.